Ein weiterer Bericht aus der Praxis, um zu schauen, wie die Menschen das schon anstellen, die sich auf die Art und Weise schon anders mit Geschichten, filmischem Erzählen beschäftigen, haben wir jetzt eine Drehbuchautorin da, das ist Silke Zerz. Sie hat über 40 Spielfilme und Mehrteiler fürs deutsche Fernsehen geschrieben. Sie hat den Deutschen und den Bayerischen Fernsehpreis gewonnen. Zuletzt war von ihr zu sehen das Drama Laufen in der Regie von Rainer Kaufmann. Und jetzt nimmt sie uns mal mit auf ihre Reise. Herzlich willkommen, Silke. Ja, vieles ist schon gesagt worden. Luisa hat schon ein bisschen was vorweggenommen, Feline auch, von dem, was ich erzählen möchte. Ich habe mich damit beschäftigt, mit der Frage, wie schaffen wir das, hinter die Abwehr zu kommen? Also es ist klar, die Klimakrise ist nicht gerade der Burner und keiner möchte das wirklich sehen. Es schafft sehr viel Abwehr bei den Zuschauern. Die Menschen wollen nicht behelligt werden. Die Sender fordern gerne entlastende Geschichten. Aber es gibt natürlich auch trotzdem ein paar Strategien und ein paar Ideen dazu, wie man das schafft, hinter diese Abwehr zu kommen. Den Elefanten hat Luisa schon erwähnt. Das Klima ist halt, wie schon gesagt wurde, nicht mehr der Elefant im Raum, sondern das Klima ist der Raum. Wir wollen es eigentlich immer mitdenken und uns ein Mindset aufschaffen, in dem das Klima eigentlich immer als neue Normalität mitläuft. Und wenn ich Klimakrise sage, dann meine ich Klima- und Biodiversitätskrise. Wir sind ErzählerInnen und wenn wir eine Geschichte entwickeln, dann treffen wir sehr, sehr viele Entscheidungen bei der Stoffentwicklung. Wir entscheiden über Lifestyles, über Charaktere, über Werte, Mobilität, Essen, Mode, Wohnen, Carsharing-Modelle und all das kann einzahlen auf entweder den fossilen alten Lifestyle oder das Neue und den Wandel. Und das geht auch ohne jede Pädagogik und manchmal sogar auch ohne die Klimakrise oder dieses Buzzword überhaupt zu erwähnen. Sehr wichtig, die Frage, wie erzählen wir Reichtum? Ja? Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich wirklich den Überblick über die Serien habe, die zurzeit laufen. Fakt ist jedenfalls, es gibt einen sehr großen Erfolg zurzeit von Serien über Superreiche. Jetzt zum Beispiel das Beispiel Succession. Das ist eine Geschichte über einen Mann, von dem Stefan Rahmstorff sagen würde, wenn es einen Menschen auf diesem Planeten gibt, der am meisten Schuld auf sich geladen hat, dann ist das Rupert Murdoch. Ja, und diese Serie Succession lehnt sich sehr stark an Rupert Murdoch. Das ist eine tolle Serie, ich habe sie auch gesuchtet, 4 Staffeln lang, und trotzdem würde ich sagen, dass sie sich nur einen aufklärerischen Anstrich gibt, im Kern aber eine Ablenkungs- und Entlastungserzählung ist und dass zum Beispiel Normalverdiener in dieser Blackbox, die diese Serie erzählt, überhaupt nicht vorkommen. Sie haben keine eigene Stimme. Wenn sie vorkommen, dann werden sie schnell zur Leiche oder sie haben kaum Text oder sie sind Gegenstand von Abwertung oder Spott. Wir müssen einfach darüber nachdenken, erzählen wir Reichtum so affirmativ wie oft bisher oder stellen wir die Systemfrage? Also wenn man sich zum Beispiel die Privatjets anguckt, die in Succession oder die Hubschrauber sehr schön in Szene gesetzt werden, dann wünscht man sich doch auch, dass man vielleicht auch was über die Emissionen erfährt, die die Superreichen verantworten. In der ganzen Serie ist halt nicht ein einziges Mal diese Klimafrage zu Wort gekommen. Dasselbe gilt auch für die Ikonografie der Freiheit. Wie inszenieren, wie bebildern wir Freiheit? Das hat auch Luisa schon angesprochen, jetzt nicht nochmal wiederholen. Das ist eine fossile Freiheit, der obligate Oldtimer im Sonnenuntergang. Oder ist es vielleicht auch die Freiheit, in Beziehung zu gehen, die Freiheit zu unterlassen oder eine innere Reise? Ja, positive, motivierende Geschichten bewegen mehr. Avoid the Doom Loop, so nennt das eine Initiative aus Großbritannien, die heißt We Are All Better, da kommen wir vielleicht auch nochmal später drauf. Auf der Ebene, was können wir für Geschichten erzählen, die vielleicht darauf einzahlen, dass wir positive, motivierende Geschichten haben. Hier ist zum Beispiel abgebildet die Heldin des Films Woman at War. Sie heißt Halla und
Dieser Film erzählt eine wunderbare Heldinnenreise einer Frau, die eigentlich Chorleiterin ist, dann aber ihr Schicksal in die Hand nimmt und mit Pfeil und Bogen ein Energieunternehmen bekämpft. Das Feld der Klimaklagen, finde ich, ist ein wunderbares Feld, um Klimakrise zu erzählen, als positive, motivierende Geschichte, wo junge Leute ausziehen, sich Allianzen schaffen, mit sich mit anderen verbünden, um das Recht einzusetzen, ihre Lebensgrundlagen zu schützen. Das Montana-Urteil, was wir jüngst gesehen haben, wäre zum Beispiel ein gutes Beispiel. Wir haben über Krimis gesprochen. Stefan Ramshoff hat auch gesagt, diese Geschichten der Verstrickung zwischen Superreichen, die sich Medien kaufen, damit auch Politik kaufen, der fossilen Energiewirtschaft und die Zweifel säen und Lügen verbreiten, sind nach wie vor nicht erzählt. Also ich selber bin nicht so eine Krimi-Autorin, aber würde mich freuen, wenn sich da jemand mal rantraut. Klimagefühle ist auch ein Raum, den wir besetzen können. Klimagefühle sind Zukunftsängste oft der jungen Generation, aber auch die Frage zum Beispiel von vielen Menschen, soll ich überhaupt noch Kinder in die Welt setzen oder nicht? Das würde ich jetzt zum Beispiel als Autorin gerne als Woman oder Man in the Hole-Geschichte erzählen, wo man sagt, das ist da, wir haben eine Krise, aber diese Krise kann auch transformiert werden durch Liebe, durch Freundschaft, durch Familie. Ja, und das Allerbeste ist natürlich, das hätte vielleicht an erster Stelle stehen müssen, Humor. Nichts kommt besser hinter die Abwehr als das Lachen. Und hier würde ich mal vielleicht ein Beispiel ausgreifen aus Lars. Wir können auch anders. Da gibt es zum Beispiel ein Dorf, das heißt Strackebühl in Norddeutschland. Das zieht sich am eigenen Schopf aus dem Schlamassel und die haben vielfältige Probleme und erfinden sich neu, indem sie ein Windrad bauen. Und diese Erneuerung, die ist eben nicht nur materiell, sondern belebt auch die Gemeinschaft und es ist sehr witzig, frei nach dem Motto, lieber Wind vom Deich als Öl vom Scheich. So, das war jetzt das Was, jetzt kommen wir zum Wie. Niemand möchte gerne Klimageschichten so on the nose bekommen. Ja? Also hier kommt es sehr auf die Verpackung an und natürlich auch, dass wir es schaffen, out of the bubble zu erzählen. Also ich bin eine Mainstream-Fernsehautorin, vielleicht gibt es ja auch manche andere von euch, die auch Serien oder vielleicht auch mal Sonntagsfilme schreiben. Auch diese Menschen müssen wir erreichen. Ja? Wir können nicht nur für uns selber erzählen und für Menschen, die sowieso in unserem Team sind. Wie kann man das machen? Also ich habe hier mal ein Beispiel aus meiner Serie Lauchhammer, eine ARD-Serie, die im letzten Jahr lief. Und da haben wir auch die Klimakrise mit drin in Form eines Generationenkonflikts. Das ist jetzt nichts Neues, aber wir haben da Großeltern, die sich mit ihrer Enkelin, die eine Klimaaktivistin ist, auseinandersetzen. Und wir holen die Klimakrise nah rein, indem wir den Garten eigentlich in einer Hitzewelle verbrennen lassen. Und das ist der Punkt, an dem der Großvater, also wirklich der Kohlrabi, ihm zwischen den Händen zerbröselt, einfach begreift seine Enkelin, redet einfach, also er versteht jetzt endlich, was sie meint. Also das ist eine Möglichkeit, Nähe zu schaffen, diese globale Krise, die manchmal auch so schwer zu erzählen ist, runterzubrechen auf persönliche und lokale Situationen. Planet Placement, wie es manchmal auch heißt, ich weiß nicht, ob ich das Wort so gut finde, aber das kann man auch manchmal dort machen, wo wirklich niemand damit rechnet. Also ich habe ja zum Beispiel dem ZDF einen Weihnachtsfilm verkauft, der im Extremwetter spielt und ich wundere mich immer noch, dass das geklappt hat. Ja. Orchestrieren, das steht hier, weil ganz, ganz wichtig ist, dass wir jetzt nicht alle Klimafilme meinen zu machen, sondern dass wir einfach die Klimakrise immer mitdenken, die Klima- und Biodiversitätskrise immer mitdenken und in die zweite Reihe setzen, wie in einem Orchester, dass das einfach wirklich auf den dritten und vierten Reihen auch manchmal mitläuft, über Nebenfiguren, manchmal auch wirklich nur über die Ausstattung, sodass man wirklich nicht das böse Buzzword überhaupt benutzen muss oder ganz wunderbar über die Landschaft. Also ich kann ein Drama erzählen und ein Krimi und setze das in eine Landschaft, die sich durch die Klimakrise verändert und habe eine wunderbare Spiegelung. Also da ist zum Beispiel Roter Himmel ein großartiges Beispiel.
den kennen ja sicherlich auch die meisten. Shifting Baselines, ja, das ist natürlich das auch schon angesprochene Near-Future-Thema. Also wir können die Gegenwart sehr, sehr gut über die Zukunft erzählen oder auch über die Vergangenheit. Also ich selbst habe auch einen historischen Stoff entwickelt. Aber Near-Future ist schon angesprochen worden. Hier sitzt der Film 2045, wunderbares Beispiel. So, zuletzt, Klimaschutz ist nicht nur CO2-Reduktion, sondern es gibt dieses wunderbare, große, große, weite Feld der Nature-Based Solutions, des natürlichen Klimaschutz. Und ich als Autorin finde wirklich, das ist das dankbarste Feld, in dem man ganz große Emotionen erzählen kann. Hier steht, macht euch der Erde untertan. Wir alle wissen, dass es eigentlich anders lautet. Das heißt, das zentrale Narrativ unserer christlich-abendländischen Kultur ist, macht euch die Erde untertan. Und dieses Narrativ der Separation von Mensch und Mitwelt ist so tief in uns verankert. Ja, wir betrachten die Erde in der Regel als Ressourcenlager. Und wenn wir einen Wald sehen, dann denken wir an die Bretter, die die Bäume zukünftig werden. Und das Gute ist, wir können das ändern. Wir können den Menschen auch als eingewoben erzählen in ein vielfältiges, miteinander kooperierendes Netz von Beziehungen. Und dazu eignet sich der natürliche Klimaschutz am allerbesten, finde ich. Das ist ein großartiger Erzählungsraum mit sehr emotionalen Geschichten, weil das Geschichten der Heilung sind. Das sind Menschen, die ausziehen, um der Verarmung entgegenzutreten, der Verarmung in der Landschaft, aber auch in der Seelenlandschaft und in den Gemeinschaften. Das sind Menschen, die heilen und regenerieren, die Moore wieder vernässen, die Wälder aufforsten, die Parkplätze zu Gärten machen oder Humusaufbau betreiben und eben damit die Gemeinschaften heilen und auch sich selbst. Und auch den Kampf gegen das Vergessen aufnehmen, denn man kann nicht lieben, was nicht mehr da ist, und man kann auch nicht vermissen, was nicht mehr da ist. Und deswegen bin ich der Meinung, dass Restore Nature ganz großartige Win-Win-Geschichten sind. Win-Win ist ja auch immer gut, wir wollen ja Lösungen erzählen und würde dann schließen mit noch einmal einem Beispiel von meinem Schreibtisch. Ich recherchiere gerade die Geschichte einer Flussnaturierung. Da geht es um einen Held, der ein Versprechen einlöst, das er als Kind seinem Großvater gegeben hat. Und der Großvater ist krank und depressiv geworden, weil der Fluss, den er liebt, mit dem er tief verbunden ist, begradigt wurde, beschleunigt wurde, die Auenlandschaften sind gestorben, die Vögel sind weg, die Altarme sind abgeschnitten. Und der Großvater wird krank, der Junge sagt in naivem Überschwang, Opa, ich mach das wieder gut, wenn ich groß bin. Und so beginnt seine Heldenreise, die natürlich über viele Widerstände, er muss ganz viele Hindernisse überwinden, wie das so ist. Das will ich jetzt nicht alles erzählen. Aber als der Fluss zurückkehrt, kommen nicht nur die Arten wieder, sondern auch das Hochwasser verliert seinen Schrecken, ja, weil der Fluss einfach mehr Platz hat. Die Dürre verliert ihren Schrecken, weil die renaturierte Landschaft wieder Wasser an den Fluss zurückgeben kann. Die Gemeinschaft kommt zu neuem Leben, weil es mehr Touristen gibt, weil es mehr Wohlstand gibt, mehr junge Leute, die zurückkommen. Die Bauern machen mehr Geld, weil auf diesen nassen Wiesen gedeihen oder grasen gerne sehr teure japanische Kobe-Rinder. Und last not least, die Wiesen speichern mehr CO2. Wir haben also eine Win-Win-Win-Win-Win-Win-Geschichte. Das jetzt nur als Beispiel. Und damit möchte ich schließen und danke euch für die Aufmerksamkeit.